Wir befinden uns hier auf dem Innovationsforum der Fachzeitschrift Quality Engineering. Bei mir zu Gast ist jetzt Gábor Szabó von Nikon Metrology. Herr Szabó, Sie sind zuständig für den Bereich Computertomographie und Röntgen bei Nikon. Nun ist gerade die Computertomographie ja ein Bereich, der in den letzten Jahren hinsichtlich industrieller Anwendungen sehr stark gewachsen ist. Was sind da die Herausforderungen oder wie sind die Anforderungen gleichzeitig an diese Technik gewachsen? Ja, die Computertomographie ist ja immer noch eine sehr, sehr junge Technik. Das heißt, dass sich die technologischen Möglichkeiten, aber auch die Anforderungen der Kunden sehr schnell wandeln und sehr schnell ändern. Und das Ganze passiert auch im Zusammenspiel, dass wir schauen, was braucht der Kunde und der Kunde natürlich auch schaut, was ist überhaupt möglich. Die aktuellen Anforderungen sind ganz konkret Messtechnik, dass die CT-Geräte viel leistungsfähiger im messtechnischen Bereich werden. Ganz wichtig ist auch die Flexibilität der Geräte, weil die Kunden gerne sehr kleine, feine Teile, aber auch sehr große und dichte Teile scannen möchten. Und auch die Durchsatzleistung muss immer weiter gesteigert werden. Sehr viel auf der Pflichtenheftseite. Wie werden Sie dem als Nikon Metrology gerecht? Wir sind natürlich permanent am Entwickeln, auch permanent mit den Kunden in Kontakt, um die Probleme zu erkennen und auch Lösungen anzubieten und haben da auch Spezialitäten im Portfolio, zu schaffen. Zum Beispiel unser Rotating Target, was eine sehr, sehr spezielle Technik auf dem Mikrofokusmarkt ist. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, sehr junge Technik im Markt. Eine weitere Herausforderung, die jetzt eigentlich ansteht oder schon seit jetzt ein, zwei Jahren ansteht, ist das Thema Industrie 4.0. Wie reagiert Nikon auf diese Herausforderung, beziehungsweise wo sehen Sie da die größten Herausforderungen in Bezug auf die Computertomographie? Das Thema Industrie 4.0 betrifft vor allem im CT-Bereich die Automatisierung der CT-Geräte. Und das ist technologisch eine große Herausforderung, die CT-Geräte schnell genug zu machen, dass sie den Durchsatz schaffen. Und ganz, ganz wichtig, das Datenmanagement. Speziell bei der Computertomographie fallen sehr, sehr große Datenmengen an. Und da muss man sich genau Gedanken machen, wie man mit diesen Datenmengen umgeht. Wie reagiert Nikon konkret auf diese Herausforderung? Das Datenmanagement ist eine Sache, die sehr stark kundenseitig gelöst wird. Wir beraten den Kunden, welche Daten sollten gespeichert werden, wie lange sollten die Daten gespeichert werden und wie kann er dieses Datenspeicherungskonzept aufbauen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen hier noch viele interessante Gespräche auf dem Innovationsforum 2015.